Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Heute mache ich ein Video für den Abdul vom Kanal Abdul Air Watches. Ist hier auf YouTube vertreten. Ich verlinke den mal hier unten bei mir. Und ja, lasst mal ein Abo da für ihn. Wer auf Vintage-Uhren steht, ist bei ihm genau richtig. Der hat, ich weiß nicht wie viele, aber immer, ja, also. Ich würde jetzt mal sagen, 90% immer irgendwie Oldschool-Vintage-Uhren, aber irgendwie immer cool. Ja. Und auf dem Wege wollte ich ihm mal meine kleine Uhrensammlung zeigen. Und ja, fangen wir mal am besten gleich an. Also Abdul, viel Spaß dabei. Hier haben wir die Seiko Chrono, die Prospex Edition. Das ist eine Solaruhr. Hat einen Durchmesser von ca. 44 mm, weil ich trage relativ große Uhren und ich habe auch relativ große Hände und ja auch Unterarme. So, und die Referenz ist von der Uhr SSC 015P1. Oh, ich finde die cool, die ist. Halt, Funkular, die Totalisatoren, kleine Datumsanzeige. Cooles Ding. Ja, Edelstahlband. Und so weiter. Ja, dann haben wir hier die. Das ist die Casio Marlin. Oder Casio Duro. Auch eine super Budget Watch. Die kostet. Naja, der Preis ist ein bisschen angezogen. Sogar Bill Gates trägt die. Ne? Und aber die ist eigentlich ganz gut. Da ist halt ein Quarzwerk drin. Schöne Lünette. Und klassisch halt Datumsfenster auf A3. Die hat auch um die 44 mm. Die ist auch groß. Aber genau richtig für mich. Dann haben wir hier die. Citizen Pro Master ist auch eine Solaruhr, also mit dem Eco Drive. Und Eco Drive finde ich echt top. Also, vielleicht sieht man das hier irgendwie im Display. Da ist das ja, Solarpanel, würde ich jetzt mal nennen. Hier mit dem PU-Band, coole Lünette. Auf A4, die Krone drückt nicht in Andrücken. Und die hat auch 43,4, also 44 mm. Trägt sich aber echt angenehm. Ja. Dann haben wir hier die Casio G-Shock, der Klassiker. Die 5610, die Square. Die hat Funk-Solar Multiband 6. Also die eierlegende Wollmilchsau. Wirklich top. Dann haben wir hier die, habe ich schon seit Jahren im Besitz. Die Casio G-Shock 5600 VER, so nennt die sich. Hat halt das klassische, ja, futuristische. Die kam ja aus den 90ern raus, aber die hat echt so einen 80er-Touch, finde ich. Na, hier mit dem Eckigen und so. Und das ist irgendwie cool. Dann haben wir eine Hommage. Das ist die Heimdallar. 6105 in der Captain Willard Seiko, ja, also ist eine Hommage mit einem NH35 Seiko Werk. Ist zwar jetzt nicht das ja, High-End Werk, aber ich habe es regulieren lassen und es hat ganz gute Werte. Und hier haben wir diesen, ja, Waffelstrap, ja, das Design, und ich glaube, es ist ein. Echt Kautschukband, es hat wirklich einen Vanilleton, also vom Geruch. Und hier Keramikbezel und blau entspiegeltes Saphirglas. Und Superluminova C3 in Grün. Leuchtmasse, ist wirklich gut. Ne? Und Heimdallar und ja, es ist halt die Captain Willard Hommage-Klon. Es war auch eine Limited Edition, die gibt es schon gar nicht mehr, habe ich gesehen. Aber ja, steht auch da unten Limited Edition. Und ich fand die halt cool. Die ist wirklich cool.
Richtig oldschool. Ja, und als letztes haben wir wieder eine Psycho aus der Prospect-Serie. Das ist das Pendant zu der Chrono-Uhr, nur halt als Dreizeigermodell. Oder? Und ist auch Solar. Auch 200 Meter wasserdicht. Hier haben wir eine Lupe auf dem Datumsfenster, vergrößert das Ganze ein bisschen. Also viele haben was gegen diese Lupen. Mich stört das nicht. Und hier haben wir halt, genau wie bei der Chrono, diesen roten Akzent hier. Und ja, auf dem Sekundenzeiger auch abgesetzt, rot-weiß. Auf dem Kringel Lumibright. Und hier auch die Bezel. Gute Click-Action. Die Center links waren mal Hochglanz. Mittlerweile sind die mattiert, aber tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Ja, das war meine Uhrensammlung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wie gesagt, wer den Kanal noch nicht kennt, Abdul Air Watches, schaut mal rein, wenn ihr euch für Vintage-Uhren interessiert. Ja, ein Abo drauf lassen. Okay. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier was auf dem Tisch gibt. Bis dahin gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.